Was zuletzt geschah? Was ist das für ein mega schrecklicher Scheiß-Bosskampf? Jetzt ohne Witz. Und so geht's weiter. Das sieht auch schon wieder sehr aus wie ein Bosskampf, weil ich glaube, man kann an diesen Ventilen drehen, dann kommt hier irgendwo Feuer runter. Kennt man zum Beispiel auch aus anderen Gräsi-Teilen. Evie, wait! Evie, ich glaube, das, was du vorhast, ist nicht gerade witzig. Yes, but she ran off. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. I told you so. Oh oh. Are you okay? Total. Hörst du doch. Ich hab halt nicht mehr so viel Munition, ne? Hat's gewirkt? Okay. Sei tot. Kann ich noch ein bisschen Munition finden? Ich fühle mich echt unsicher. Zu unsicher. Okay. Hier kann ich zum Beispiel auch mit Ätzmittel jetzt rein, ne? Ich weiß nicht, ob es schlau ist, einfach Ätzmittel an irgendwelchen Türen auszuprobieren. Aber ich habe mir ein Ätzmittel rausbekommen. Das heißt, ich habe quasi keinen Verlust gemacht. Und ich habe super viel mitgenommen. Das ist, I'm pretty happy. Es war eine gute Idee, das aufzumachen. Ätzmittel, Ätzattler ist ja immer gut. Oh, scheiße. Kommt hier hin. Am besten beide gleichzeitig. Nice. Noch ein Kraut. Sehr gut. Alright. Das war ganz gut gespielt. Gute Nacht an alle, die gehen. Wir sind ja ein bisschen weniger geworden. Immer noch mega viele Leute. Danke immer noch dafür. Wirklich. Danke, dass ihr alle am Start seid. Der Wahnsinn gerade. Macht unfassbar Spaß. War schon auf meiner Uhr? Kommt da jetzt wieder einer raus? Der kommt aber bestimmt raus, während ich hier drin bin, oder? Ihr Fiesling, nee, macht das doch so, oder? Ich hab so Angst. Oh. Emergency Safety Lockdown System has been engaged. Schnell hier raus. Das ist so die Stelle, wo Leute meistens ihren Unterkörper verlieren, weil der Fahrstuhl so schnell runtergerast kommt. Ist bei uns jetzt glücklicherweise nicht so. Das ist nett. Hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor. Hier können wir auch nochmal Ätzmittel verwenden. Wir haben halt nur noch zwei, aber ich benutze es trotzdem mal. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Bomben mit Fernzündern kann eigentlich nie ein Fehler sein. Die Bomben mit Fernzündern würde ich am liebsten nur immer bei zwei Gegnern benutzen. Bei einem Gegner finde ich die dann nämlich ehrlich gesagt doch ein bisschen zu Overkill. Sagt er jetzt, wenn es gleich irgendwie hart auf hart kommt, dann setzt die auch bei einem Gegner ein. Auf gar keinen Fall. Kommen wir in die Nähe? Die Tür habe ich nie aufgemacht. Funny enough. Wenn ich jetzt noch ein Ätzmittel am Ende gebraucht hätte, das wäre jetzt doof.
Bei einem alleine finde ich das Overkill. Da sind zwei. Seht ihr? Sind zwei. Es war nicht einer alleine. So redet man sich da schön wieder raus. Shit, Mann. Da ist noch was. Munition. Sehr gerne. Okay. Boah, Leute, ich bin so gehypt, Mann. Ich bin gerade... Oh, das Spiel hat mich gerade wieder. Ja, wo muss ich hier? Nach oben oder nach unten? Ich musste nach oben, ne? Im dritten Stock. Okay, wir kommen näher. Oh, wir sind in dem Raum, wo wir uns gerade das Tape angucken. Das ist gruselig. Hi, Dude. Verwandelst du dich jetzt in so ein Vieh? Oder bist du der... How did you get here? Where's Evie? Evie ist genau da, wo du gerade stehst. Pass auf, die ist in ihm und explodiert jetzt gleich in ihm. Don't say that. She trusts you. That little bitch, she never trusts. Okay, wait. Evie, no, Evie, Evie. Alan, listen. I didn't mean to call you that. She's Evie, trying to take control. You have to fight her. Hab ich's vorausgesagt, dass sowas passieren wird? Evelyn, stop! Stop right now! Don't touch me, don't! Schicke Springerstiefel. Ich dachte, ich wäre deine Mami. Oder nicht? Und so sind wir damals damit in Berührung gekommen. Heftig. Alright. Irgendwie lustig, dass wir dann jetzt trotzdem gegen die Dinger kämpfen wollen. Denn das neueste MacBook, Freunde. Hat sie jetzt die Mail getippt? Das wäre heftig. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Forget that you ever knew me. Have a good life. Haben wir das hier gerade eben aufgenommen? Das Video kam neu dazu. Und das ist dieser Hintergrund. Hier ist der Ursprung von dem Video. Deswegen wollten wir nicht, dass Ethan kommt. Ich glaube, ich sollte gehen. Ah! We'll be together forever. Klingt ein bisschen wie das Kazoo-Kit. Alright. Bruder? Muss los. Heilige Scheiße.
Ich bin so verwirrt gerade. Ich. Wow. Now do you remember? Yes, Evelyn. Bisschen. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. Das darfst du ihr jetzt vielleicht nicht gerade sagen. We will never be a family. I don't need you anymore. Das war gruselig. Ein bisschen. Ich speichere jetzt übrigens auf dem 13. Spielstand. Zum einen, weil 13 ist eine Gruselzahl. Haha, witzig. Ist mir vorher nicht eingefallen. Und zum anderen, weil 14 bleibt jetzt mein Stand, wo ich zum anderen Ending zurückspringen kann. Ich bin auf jeden Fall heftig confused. Deswegen heiße ich auch Little Confused Brain. Schön, dass wir den Vergleich auch nochmal ziehen konnten. Gehe ich da gerade rein? Ist das smart? Ah, da kommen wir hoch. Ja, dann ist das smart. Können ja auch wieder rausgehen, das ist sehr schön. Enektoxeste in Biobatimos geben Sie Probe in den Behälter. So macht man das nämlich. Heutzutage. Ja, Munition kriegen wir auf jeden Fall genug. Schießpulver auch. Jetzt nochmal so eine Waffe dazu. Das wär's. Er ist wohl kaputt. Schade. Wir können kein zweites Webcam-Video schicken. Ätzende Flüssigkeit haben wir nicht. Dietrich haben wir auch nicht. Schade. So. Dann ab nach oben, wa? Alright, alright, alright. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt alles ganz jetzt am Ende noch irgendwie ein Ende findet. Es war ehrlich gesagt ziemlich dumm von mir, dass sie jetzt zu Evelyn gesagt hat, hey, wir werden niemals eine Familie sein, wir waren nie eine Familie. Das ist bei so einem Problemkind jetzt nicht gerade das Beste, was man sagen kann. Ich habe keine Kinder, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch die Supernanny geraten hätte. Dass man jetzt nicht unbedingt dem Kind das verbietet, was es unbedingt haben will. Just... Das ist das, was ich denke. Halleluja, wir sind jetzt auf jeden Fall ganz oben beim Kommandodeck. Bombe mit Fernzündern. Wir rüsten uns gerade ziemlich gut aus, ehrlich gesagt. Vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Warum können wir das denn hier aufmachen? Hier unten irgendwas? Eine Bombe mit einem Fernzünder. Oh, die nehme ich gerne mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halleluja. Dann wollen wir uns jetzt hier mal nochmal umschauen, was? Captain, Kapitänskabine. Das ist ein Maschinengewehr, das will ich haben. Wie kommen wir da rein? Kreuzschlüssel. Karte des Schiffs. Sehr schön. Karte des Schiffs können wir gut gebrauchen. Wofür brauchen wir denn einen Kreuzschlüssel? Nützlich für das Lösen von Muttern. Da ist keine Mutter drauf. Mir jetzt kein Handwerker, aber das ist mir auch aufgefallen, du. Es gibt auf jeden Fall ein paar Räume, wo wir nicht rein können. Das Lösen von Muttern. Aha. Wo müssen wir denn hier eine Mutter lösen? Ich habe doch nur Daddy-Issues und keine Mother-Issues. Es tut mir leid. Ach, guck mal. Vielleicht können wir doch noch ein Video aufnehmen. Kamera wechseln. Kamera 2. Kamera 3. Kamera 4. Ethan! Ich hoffe, ich mache es in Zeit. Wie der da einfach so casual steht, so. Ich geh jetzt raus. Ich war. Stop it, Evelyn! Au. Fucking hallucinations. Where is she? Ich glaube, ich weiß jetzt, welche Mutter wir damit lösen können. Und zwar.
die am Fahrstuhl. Five Nights at Boot. Genau. Können wir einfach runterspringen? Tut das nicht sau weh? Why not try it? Na, ja, geht. Sehr gut. Weil hier ist, glaube ich, eine Mutter drauf, ne? Ja, Wolli. Was stand da? Da fehlt nicht nur eine Sicherung, da fehlt ein bisschen mehr. Da steht's. Das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Waddle danach fragen. Die braucht mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Krankenstation 3F. Warum gehe ich hier runter? Das ist voll blöd. Schnell wieder hoch. Krankenstation 3F. Da müssen wir uns jetzt erstmal was abholen. Was ist da denn noch? Ist da ein Messer? Hey. Wir haben jetzt wenigstens irgendwas. Drehst du... Drehst du dich um? Alright. Nach Ethan suchen. Das tun wir gerade, das ist richtig. Alright, alright, alright. Adsmittel. Hey. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Drooney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ja. Das ist das, was wir hier gelesen haben. Hier hat das angefangen. Das war der Ort. Ja, hier ist jetzt nicht so viel drin. Schön die Verteidigungsmünze mitnehmen. Oh, der Typ ist weg. Sehr schön. Können wir von hier aus nach 3F gehen? Jawohl. Weil hier ist auf jeden Fall das Kabel. Wo ist die Bombe? Auf 1. Okay. Achtung, Jumpscare. Hier ist irgendwo so ein Vieh um die Ecke. Ich höre es quasi schnaufen. Hier können wir nochmal speichern. Okay. Halleluja. Hey! Können wir uns ein Tape angucken? Isn't that funny? Nehme ich gerne mit. Elevator. Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Ja. Der ist da drin. Oh, moin. Oder halt, davor. Das sollte auf jeden Fall gesessen haben. Gut, dass wir das Ads-Mittel mitgenommen haben, denn hier brauchen wir es. Seh dich auf YouTube. Bis dann, Dillotaku. Schön, dass du heute auch wieder mit dabei warst. Wir sehen uns hoffentlich auf YouTube. Mein Freund. Hier brauchen wir halt auch irgendwie immer noch was. Aber das ist auch nicht wirklich eine Krankenstation, würde ich jetzt sagen. Da können wir gar nicht erst rein. Okay. Ah, hier sind wir doch über Bord geschmissen worden. In unserem kleinen Exkurs. Nehme ich alles gerne mit. Das hier ist die Krankenstation, ne? Thank you.
Warum geht die Tür nicht auf? Ist das euer Scheiß Ernst? Kann man überhaupt an dem vorbeilaufen? Ich versuch's einfach nochmal. Ja. Wir haben kein Heilmittel. Denk da dran, Yannick. So, wir müssen das Kabel nur noch abziehen. Wenn wir das geschafft haben, dann ist alles gut. Auf so einem langen Gang ist das jetzt natürlich sehr ungeil, an so einem Typen vorbeizugehen. Danke. F is for fat, F is for fat, F is for super fat. Netzkabel, sehr schön. Ich find's immer noch weird, dass die Tür da nicht aufgeht. Schnell dran vorbei. Ich glaube, es war ziemlich blöd, dass wir an dem die ganzen Bomben jetzt ausgehauen haben. Nicht treffen lassen. So, das Kabel haben wir. Aber wir brauchen trotzdem noch eine Sicherung, oder? Also fehlten da nicht zwei Sachen? Oder war das ein Kabel von einem Ding zum anderen? Nein, da fehlt noch eine Sicherung. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Haha, sicher, versteht, weil Sicherung. So. Ja, da fehlt die Sicherung nämlich. Ich glaube, das Vieh ist hier direkt um die Ecke. Hey, 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 hier kann ich speichern. Hier kann ich speichern. Wenn ich speichern kann, dann ist das eine Safe Zone. Dann könnt ihr hier nicht rein. Geht bitte weg. Hallo, tschüss. Ich habe endlich eine Waffe. For fuck's sake. Mit zwei ganzen Schuss. Ich habe eine Waffe mit zwei Schuss. Ist das euer Ernst? Zwei Schuss sind nicht viel. Mehrzwecksicherung. Kannst du ganz schnell bitte da hochgehen? Das hätte uns so heftig umbringen können. Alter. Ich hätte am besten gerade das schwere Ding darauf anwenden können. Das war gerade ziemlich blöd, was ich gemacht habe. Ich weiß, tut mir leid. Das war sehr doof. Hey, er funktioniert wieder. Und wir müssen ganz nach unten. Wir haben immer noch keine Maschinenpistole. Just saying. Zwei Schuss wären genug, wenn du Deadpool wärst und nicht Yannick. Ja, okay, recht hast du ja. Boah, du machst mir so Angst, Evelyn. Weißt du das eigentlich? Ich glaube, wenn uns jetzt irgendwas trifft, sind wir einfach instant geknallt. Ich weiß, dass da was kommt. Das ist das Problem. Ja, das war's. Ja, das war's. Uns muss jetzt ja nur mal irgendetwas böse angucken. Ja, das war's. Jetzt. Tschüss. Ja. Oh Mann, ey. Wie soll man da denn durchkommen? Du kannst dich ja nicht wehren.
Fakt. Ich hätte da jetzt noch eine Bombe legen können, dann wäre ich an dem noch vorbeigekommen. Aber an den anderen Sachen, dass ich hieran vorbeigekommen bin, das war gerade das größte Glück, was ein Mensch nur haben kann. Anscheinend zweimal das größte Glück, was ein Mensch haben kann. War da nicht einmal Kraut dabei? Ich könnte schwören, ich lese da die ganze Zeit einmal Kraut. So. Ja, ich kann Schwarzpulver herstellen. Also Munition, das meinst du, ja? Bist du tot? Aber wenn du jetzt nochmal aufstehst, dann war's das. Jetzt einer von euch? Wie soll ich das denn machen? Also ohne Scheiß, irgendwie glaube ich, ich mache irgendwas falsch. Das war blöd, dass ich zwei gelegt habe, oder? Wenn ich jetzt R drücke, gehen dann beide hoch. Ja. Den muss ich jetzt irgendwie austricksen. Ist das Spiel so jetzt gerade gemacht, dass man gar kein Leben haben soll, oder habe ich mich verzwickt und Spielkacke? Würde mich nicht wundern, weil das tue ich eigentlich immer. Das Ding ist, ich kann mir Munition machen, ja. Aber wirklich aus der kompletten Situation retten, würde mich Munition halt auch nicht. Das war nice. Ich hätte die Tür hinter mir zumachen sollen. Das war richtig blöd von mir. Hi Evelyn. Schön, dich hier zu sehen. So, ich mache mir jetzt einfach ein bisschen Munition, weil, keine Ahnung. Ach, da ist Ethan. Da wollten wir sogar hin. Ethan. Oh Gott. Wir sind aber noch nicht zu spät. Hey, glaube ich.